Das Thema künstliche Intelligenz beschäftigt uns, prägt uns, beherrscht die Presse, ist fast schon ein Hype-Thema, sodass ich mich sehr freue, dass wir heute 35 Minuten haben, um über dieses Thema etwas näher zu sprechen. Was mache ich, wenn ich nicht hier bin, damit Sie einen Eindruck haben, was ich so tue, wenn ich nicht zu Ihnen spreche? Wir sind ein Institut, das sich mit Grundlagenforschung und Anwendungen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens beschäftigt. Ich will das gar nicht alles vorlesen, nur sagen, wo wir unsere Dinge anwenden. Im Bereich der Werbung, Millionen von Kreditkarten werden mit unserer Software gesichert gegen betrügerische Transaktionen. Wir unterstützen den Einzelhandel. Wir haben die Technologiebasis für die deutsche digitale Bibliothek geliefert. Wir machen Umfelderkennung im autonomen Fahren. Wir erkennen Erdöl- und Erdgasvorkommen. Das heißt, ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Und was ich hier vorstellen möchte, sozusagen die Schlussfolgerung an der Schnittstelle zwischen Forschung und solchen Anwendungsbereichen über das, was sich im Bereich der künstlichen Intelligenz tatsächlich jetzt so tut. Beginnen möchte ich mit dem Punkt, wo Peter Liggesmeier, glaube ich, schon eine wunderbare Rampe geliefert hat, hat mich natürlich sehr gefreut. Er hat sehr deutlich gemacht, dass sich eine Entwicklung vollzogen hat in den letzten Jahren, die wir alle kennen, unter dem Stichwort Big Data auch bekannt geworden ist. Wir haben mehr und mehr Daten aufgrund von vier Trends, die wir natürlich alle kennen, diese Trends. Da ist einmal die digitale Konvergenz. Das wissen wir, in diesem Raum gibt es wahrscheinlich mehr mobile Geräte als Personen. Wir kaufen digital ein, wir hören Musik digital, wir machen all das digital, was wir vielleicht vor 10 Jahren noch analog gemacht haben. Wir haben zusätzlich sehr, sehr viele Inhalte, die von uns, den Nutzerinnen und Nutzern, bereitgestellt werden, die eine große, große Masse ausmachen in den sozialen Netzwerken, auf YouTube etc. etc. Wir haben eben auch das, wovon Peter Liggesmeier natürlich sehr schwerpunktmäßig gesprochen hat, die verknüpften intelligenten Systeme, das Internet der Dinge. Das beginnt uns überall zu umgeben, in Maschinen, in Sensorik, in Steuerungen. Die Kaffeemaschinen und Kühlschränke werden, nachdem wir schon 20, 30 Jahre darauf warten, vielleicht bald endlich tatsächlich wirklich in den Haushalten miteinander verknüpft sein und erzeugen Daten. Und wir haben schließlich einen wichtigen Trend, den Sie vielleicht auch kennen, den Trend zu Open Data. Organisationen, Regierungen, Forschung stellt immer mehr Daten bereit, mit denen wir etwas tun können. Negativ gesagt, könnte man das Ganze so zusammenfassen. Wir haben einen große Menge an Daten, quasi einen Datenfriedhof. Sie sehen das unten klein eingeblendet. 163 Zettabyte wird geschätzt bis zum Jahr 2025. Und damit Sie etwas Konkretes mitnehmen können aus dem heutigen Vortrag, habe ich Ihnen noch mitgebracht, wo wir uns da befinden. Also das ist ungefähr hier so. Mir gefällt das mit den ganzen vielen Nullen hier. Hier sieht man die Wachstumskurve. Das ist etwas, das kennen Sie natürlich. Wir haben also dieses Datenwachstum, das zum einen eine Herausforderung für uns darstellt. Zum anderen, und das ist eigentlich das Interessante, ermöglicht uns dieses Datenwachstum etwas zu tun, vor dem schon der berühmte Mathematiker Alan Turing, den die meisten wahrscheinlich kennen, im Jahr 1950 träumte. Er überlegte damals, wie man wohl intelligente Maschinen realisieren könnte, und ihm war klar, wenn diese Maschinen programmiert werden müssten, dann wäre es nicht zu machen, intelligentes oder auch nur halbwegs intelligentes Verhalten zu erzeugen. Mittlerweile wissen wir, die Daten, die wir überall sammeln, die ermöglichen uns genau aus diesen Daten zu lernen und so intelligente Systeme zu erzeugen, die Beeindruckendes leisten. Und da habe ich Ihnen, falls Sie sie noch nicht kennen, nochmal die prägnantesten Beispiele mitgebracht, die hier auch durch die Presse gegangen sind. Schauen wir uns die vielleicht einfach mal an. Sie sehen das hier oben, das war schon 2011, die Kollegen von IBM haben damals ein wunderbares Projekt erfolgreich abgeschlossen. Das war der Gewinn bei der Gameshow Jeopardy. Also eine Quizshow, wo man Fragen beantworten muss, wo man also textuell formulierte natürliche Sprache, wie zum Beispiel, was ist die Hauptstadt Deutschlands? Berlin, musste man beantworten. Und da hat man gesehen, was die Daten, die bei Wikipedia oder DBpedia gesammelt werden, zusammen mit Techniken der künstlichen Intelligenz leisten konnten. Sie sehen das hier, Ken, der aktuelle Champion, schaut etwas bedröppelt da mit $0 und die künstliche Intelligenz hat mit $1200 das Spiel gewonnen. Wir sehen weitere wichtige Ereignisse. Wir haben im vergangenen Jahr, vielleicht haben Sie das mitbekommen, ist das Spiel Go, nachdem Schach schon lange eine Computerdomäne ist, ist auch das Spiel Go dank maschinellem Lernen jetzt für künstliche Intelligenz erfolgreich zu spielen. Nämlich auf dem Niveau von Weltmeistern hat damals Lee Sedol geschlagen.
Es geht weiter. Wir wissen, dass mittlerweile Millionen von Kilometern zurückgelegt worden sind von autonomen Fahrzeugen. Und eben natürlich nicht nur autonome Fahrzeuge, sondern wir sind kurz davor, dass auch autonome Roboter sich in natürlichen Umgebungen tatsächlich orientieren und bewegen können. Also beeindruckende Leistungen, die künstliche Intelligenz dank maschinellem Lernen hier tatsächlich vollbringt und die dem Traum von Alan Turing näher kommen helfen. Was ist also der wahre Trend dahinter? Warum ist das jetzt möglich? Warum ist das so eine Revolution? Eben genau deshalb, weil das, was Alan Turing damals prophezeit hat, jetzt dabei ist, Realität zu werden. Wir sind jetzt dabei, uns wegzubewegen, und auch das hat Peter Liggesmeier schon angedeutet, dass das auch eine Herausforderung natürlich sein kann, von programmierten Systemen, wo wir also vorher zum Beispiel zertifizieren können, wo wir jegliches Verhalten vorhergesagt haben, zu lernenden Systemen, die auf ihre Umgebung reagieren, die ganzen Daten, die zur Verfügung stehen, tatsächlich verwenden, um daraus Verhalten abzuleiten und dadurch natürlich auch die Leistungssteigerung solcher Systeme enorm beschleunigen. Das ist also die Ära, in die wir uns jetzt befinden, die Ära der lernenden Systeme der künstlichen Intelligenz. Was hat das konkret bedeutet, dass wir dieses können? Das hat zunächst einmal bedeutet, dass etwas, was für Computer lange Zeit unerreichbar schien, dass dieses jetzt erreichbar scheint. Und zwar ist das das Verstehen unserer natürlichen Umgebung. Computer beginnen jetzt, in Anführungszeichen, Texte, Töne und Bilder zu verstehen. Sie verstehen sie noch nicht, wie wir Menschen das tun können. Sie sind aber dennoch in der Lage, beeindruckende Leistungen zu erbringen bei der Klassifizierung von Objekten, bei der Zuordnung, bei der Extraktion von Informationen aus Texten. Was bedeutet das? Warum ist das so fundamental? Stellen Sie sich vor, Computer wurden früher im Wesentlichen von Menschen programmiert. Das heißt, die Grenze für die Fähigkeiten von Computern waren die Fähigkeiten von Menschen, sie zu programmieren. Dann konnten Computer aus Daten lernen, die in Datenbanken erfasst waren. Das heißt, die Grenze für das, was wir tun können, und ist auch heute oft noch so, ist das, was in Datenbanken gespeichert ist. Wir beginnen jetzt in eine Ära zu gehen, wo Computer in diesen Saal schauen könnten oder draußen auf den Parkplatz, generell in die Welt, in alles, was uns auch Menschen zur Verfügung steht und beginnen, daraus zu lernen. Und wenn Sie sich das vorstellen, ist das der dritte Quantensprung. Vom händischen Programmieren zum Lernen aus Datenbanken zum Lernen aus der Welt. Und deswegen, glaube ich, stehen wir vor dem Beginn einer Ära, die von lernenden Systemen, von der künstlichen Intelligenz auch geprägt werden wird. Und wir sehen sie auch schon im Alltag. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht für das, was künstliche Intelligenz heute schon tut. Können wir uns vielleicht einfach mal hier ansehen. Die sind hier aus unserer Arbeit bei Fraunhofer. Was Sie hier sehen, ist zum einen Angela Merkel, zum anderen aber auch die Mediathek der ARD. Für die ARD und den Westdeutschen Rundfunk beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit der Analyse von audiovisuellen Dokumenten, also letzten Endes mit dem, was im Fernsehen und im Radio so produziert wird. Und wenn Sie sich fragen, wer schaut denn heute noch Fernsehen, ich kann Sie beruhigen, wir tun das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, aber nicht selbst, sondern wir lassen unsere lernenden Systeme das Fernsehprogramm anschauen, wir verschlagworten das nach Bedeutung und machen es so zugänglich für die Redakteure und ermöglichen eine Suche. Wir tun künstliche Intelligenz oder wir realisieren künstliche Intelligenz beispielsweise auch in der Medizin. Sie sehen hier symbolhaft dargestellt, grafisch versinnbildlicht, das Ergebnis eines bildgebenden Verfahrens, Röntgen beispielsweise. Und solche Dinge sind schwierig zu interpretieren. Und wir sehen mittlerweile in unseren Anwendungen, dass Systeme der künstlichen Intelligenz dank maschinellem Lernen in der Lage sind, Krankheitsherde auf so einem Bild in einigen Anwendungen sogar besser zu identifizieren, als das trainierte Spezialistinnen und Spezialistinnen können. Es gibt weitere Anwendungen, die vielleicht etwas alltäglicher erscheinen als die Medizin, die aber nichtsdestotrotz natürlich sehr spannend und interessant sind. Auch hier sehen Sie wieder ein wunderbares Fahrzeug. Im Hintergrund sehen Sie ein automatisches Beratungssystem, das wir gemeinsam mit Mercedes-Benz entwickelt haben, den Lifestyle-Konfigurator, der auf der Basis Ihres Lebensstils und Fragen wie, ob Sie lieber Sushi mögen oder Burger, Ihnen dann ein Fahrzeug empfiehlt. Sieht nicht nach künstlicher Intelligenz aus, ist es aber, denn das System lernt. Wenn Sie also am Schluss sehen, welches Fahrzeug empfohlen wird und das Fahrzeug passt oder passt nicht, dann lernt das System genau daraus, was es zukünftig eben auch anderen empfehlen soll. Wir haben das Herrn Zetsche übrigens vorgeführt, wunderbarer Moment natürlich für uns in der künstlichen Intelligenz. Er hat sich beraten lassen und wir haben ihm genau das Fahrzeug empfohlen, was er tatsächlich auch fährt. Also manchmal funktioniert es wunderbar. Wir bleiben bei den Fahrzeugen.
Da sprach ich schon, auch das heute schon Alltag. Sie wissen, autonome Systeme sind kurz davor, in die Praxis zu gehen. Es gibt spektakuläre Unfälle, aber was heute schon Alltag ist, ist beispielsweise das automatische Dekodieren kompletter Schilderwelten. Das machen wir mit einem großen Automobilzulieferer und man sieht hier, dass eben Schilderwelten in der realen Welt komplex sein können. In Baustellen gibt es zum Beispiel noch Texte, die darauf hinweisen, wo man lang zu fahren hat. Solche Dinge sind heute schon gängige Praxis, das haben Sie vielleicht noch nicht in jedem Fahrzeug, aber in vielen. Das heißt, wenn ich über die neue Ära künstlicher Intelligenz spreche, dann ist es keineswegs so, dass die erst in einem Jahr beginnt oder in 5 Jahren beginnt. Die ist da, die ist hier, die ist im Alltag und ist auch Realität. Und wichtig ist eben das, was ja auch Peter Legesmeier angesprochen hat. Um künstliche Intelligenz zu realisieren, das hat man in all diesen Anwendungen gesehen, braucht man immer die durchgängige Kette von den Daten über ihre Verknüpfung bis zum Lernen. Wir haben bei Fraunhofer deshalb etwas getan, was, glaube ich, an wenigen Stellen so in dieser Konsequenz realisiert ist. Wir haben einen Forschungscluster, einen Exzellenzcluster gegründet, der genau diese Dinge miteinander verbindet, der also von dem Internet der Dinge, der Sensorik über die Verknüpfung von Daten bis zum maschinellen Lernen in einem Technologiestack diese Dinge tatsächlich verknüpft. Und nur so sind solche Leistungen möglich. Das ist unser Cluster Cognitive Internet Technologies. Claudia Eckert, die diesen leitet, sitzt ja auch hier unten. Was steckt aber dahinter, hinter diesen Erfolgen, jenseits von Technologie-Stacks, Verknüpfungen und solchen Dingen? Was ist wirklich im Kern dieser Erfolge? Vielleicht kennen Sie das, aber ich will Ihnen wenigstens einen kleinen Eindruck vermitteln, um was es sich hier tatsächlich handelt. Diejenigen, die das vielleicht auf YouTube oder in anderen Vorträgen schon mal gesehen haben, die müssen jetzt schweigen, wenn ich gleich das Beispiel bringe. Für die anderen ist es vielleicht am Samstagmorgen genau das Richtige. Also man braucht 4 Zutaten, kann man sagen, um KI zu machen. Die erste Zutat ist das hier. Maschinelles Lernen, man sieht hier beispielhaft dargestellt ein sogenanntes neuronales Netz. Wir haben große Fortschritte gemacht im maschinellen Lernen. Wir verwenden mittlerweile mehrfach gefaltete Netze, tiefe Netze. Wir haben neue Algorithmen, wir haben stochastischen Gradientenabstieg und andere Algorithmen. Das heißt, es hat algorithmische Fortschritte gegeben, aber die sind vergleichsweise eigentlich klein, wenn man das über die letzten 40, 50 Jahre sieht. Das heißt, es gibt noch andere Zutaten, die man braucht, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Die zweite Zutat, die man braucht, ist das hier. Was Sie da sehen, steht im Keller unseres Institutes. Es ist ein riesengroßer Cluster, mit dem wir eben tatsächlich mit Rechenleistung besonders große Probleme dann tatsächlich auch lösen können. Man braucht, und das hatte ich schon gesagt, als dritten Punkt natürlich die Daten. Ohne Trainingsdaten funktioniert das Ganze nicht und Sie brauchen sehr viele Trainingsdaten. Und es gibt eine vierte Komponente, die wichtig ist, und das ist die Komponente Wissen. Denn ohne Wissen sind tatsächlich keine erfolgreichen KI-Systeme zu konstruieren. Nur auf der Basis von Daten können Sie das Verhalten oft schwer kontrollieren. Also das sind die 4 Komponenten, die man braucht. Ich will auf die erste ein klein wenig genauer eingehen, nämlich das maschinelle Lernen, damit Sie es ein bisschen vorstellen können. Machen das eben einfach mal, ist ein klassisches Beispiel, das ich gerne verwende. Sie dürfen jetzt einmal sich so fühlen wie ein System des maschinellen Lernens, damit Sie mal am eigenen Leib sozusagen spüren, was das bedeutet, maschinelles Lernen zu machen. Natürlich habe ich Ihnen mal eine leichte Aufgabe mitgebracht, keine Verkehrsschilderkennung, keine Krebsherderkennung, auch keine Kreditkarten etc. etc., sondern ich muss mich entschuldigen für Samstagmorgen. Wir müssen jetzt hier eine mathematische Funktion tatsächlich lernen und tatsächlich ein Polynom, das heißt eine mathematische Funktion, die grob gesagt aus Plus und Mal hier besteht. Und ich glaube, die meisten von Ihnen und Potenzen werden sehr schnell darauf kommen. Ich gebe Ihnen mal die Beispiele. Das sieht also so aus. So, und das habe ich ja schon so oft gemacht, dass ich weiß, an dieser Stelle kann ich mir relativ sicher sein, dass die meisten im Auditorium zu entspannen beginnen, weil sie so ein subtiles Gefühl im Hinterkopf haben, dass die Antwort hier 25 sein könnte. Und das ist auch richtig. Und die gesuchte Funktion ist tatsächlich f von x gleich x². Also das macht das maschinelle Lernen im Prinzip. Im Prinzip nimmt das Maschinelle Lernen solche Beispiele für eine Eingabe und eine gewünschte Ausgabe, lernt daraus eine Funktion, mit der ich dann zukünftig prognostizieren kann. Hey, denkt man dann jetzt, das ist ja einfach. Das sieht ja sehr, sehr gut aus. Warum ist denn dann aber maschinelles Lernen so schwierig? Warum haben wir so große Tagungen, Heerscharen von Forschern? Warum ist es teilweise auch so, dass wir spektakuläre Fehlschläge natürlich auch hinnehmen müssen bei all den Erfolgen? Das sage ich Ihnen einfach mal in einem zweiten Beispiel, dass es natürlich beliebig komplex werden kann. Schauen wir uns das mal an. Ich gebe Ihnen die Beispiele. Aha, so 4 Beispiele haben Sie jetzt bekommen von mir. Ich könnte Ihnen auch noch mehr geben, wenn Sie da denken, dass es dann leichter wird. Was wäre Ihre Prognose?
nach Einstein, dass man, oder nach philosophischen Grundprinzipien, soll man Dinge nicht komplizierter machen, als sie ohnehin schon scheinen. Das heißt, jetzt müssten Sie eigentlich sagen, Prognose ist 1. Die korrekte Prognose ist aber hier tatsächlich 121. Ha, schade, schade, schade. Da hätten Sie also ganz schön daneben gelegen, wenn das eine Börsenkursprognose gewesen wäre. Nicht ganz im Ziel, die ganze Sache. Woran liegt das? Ich erinnere Sie hier eigentlich für diejenigen, die sich an Ihre Mathematik noch erinnern oder täglich damit zu tun haben, an eine Trivialität. Natürlich gibt es im Prinzip unendlich viele Funktionen, mit denen Sie eine endliche Zahl von Punkten korrekt wiedergeben können. Ich zeige Ihnen hier mal ein Beispiel einer Funktion. Hier sehen Sie das. Diese Funktion gibt die Punkte 1 bis 4 korrekt wieder, aber eben auch den 5. Und wenn Sie das näher studieren, dann sehen Sie, so wie ich das da konstruiert habe, können Sie mich fragen, auch nach Hunderten, Tausenden oder Millionen von Beispielen. Und trotzdem werden Sie das nächste Beispiel immer komplett falsch machen. Das bedeutet, es hat auch nichts damit zu tun, dass wir zu wenig Daten hätten, sondern es ist eine fundamentale Herausforderung, die wir haben beim maschinellen Lernen. Und genau deswegen braucht man an manchen Stellen eben auch Wissen, um Leitplanken hier dort auch einzuziehen. In der Praxis braucht man natürlich komplexere Sachen. Hier sieht man, wie das dann aussieht, wenn man das wirklich tut. Das ist eins unserer Patente für eine grundlegende Klasse neuronaler Netze. Da will ich aber gar nicht näher drauf eingehen, wie das dann geht. Das braucht man. Also die Technologien, die hier zum Einsatz kommen, will ich vielleicht kurz noch für Sie klären hier, weil die auch in der öffentlichen Debatte ja oft vorkommen. Das ist zum einen der Begriff künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ein großes Forschungsgebiet, in dem sich natürlich mehr befindet als maschinelles Lernen, sehr, sehr viele andere Gebiete, die ebenfalls dazugehören und sehr, sehr wichtig sind. Das Gebiet des maschinellen Lernens ist ein wichtiges Teilgebiet, das im Moment in der künstlichen Intelligenz eine große Bedeutung einnimmt, weil es eben diese Revolution mit sich gebracht hat. Und falls Sie es auch schon mal gehört haben als Schlagwort, das sogenannte Deep Learning, tiefes Lernen, ist dann wiederum noch ein Teilgebiet des maschinellen Lernens. Also so verhalten sich diese ganzen Technologien hier auch zueinander. Die Technologien, die wir hier gesehen haben, die Beispiele, sind eben tatsächlich Beispiele für eine fundamentale Revolution, natürlich nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht, sondern auch, weil wir in der Wirtschaft sehen, dass natürlich die Dinge, die ich Ihnen geschildert habe, einen riesengroßen Unterschied machen. Vielleicht gehen wir also jetzt von dem, was ist KI, warum ist es so ein Hype, kurz zu der Frage, warum ist es so wichtig auch für Wirtschaft und Gesellschaft. Habe ich Ihnen einfach nur ganz grob Statistiken mitgebracht. Sie finden hunderte oder tausende Statistiken dieser Art im Internet. Wenn Sie kurz danach googeln, ist es eine Statistik hier, die die Vorhersagen macht, wie sich der Weltmarkt von KI-Produkten und Diensten entwickeln wird. Ich glaube, die genauen Zahlen sind hier nicht entscheidend. Er wird also sehr, sehr stark wachsen, das ist klar. Es gibt eine Prognose von Handelsblatt McKinsey, ungefähr ein Jahr alt, dass das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands um 160 Milliarden Euro höher sein wird mit KI als ohne. Ich möchte aber betonen, dass das eigentlich noch viel zu niedrig gegriffen ist an dieser Stelle. Sie wissen, dass unser Bruttoinlandsprodukt, ich glaube, über 3 Billionen Euro beträgt. Das sind 160 Milliarden gar nicht mal so viel als absolute Summe. Aber die wichtige Tatsache, die man sich klar machen muss beim Thema künstliche Intelligenz, ist, dass es eben genau keine Spartentechnologie ist. Stellen Sie sich vor, als der Strom, die Elektrizität eingeführt worden wäre, da hätte man, wie es heute so häufig auf Panels die Journalisten tun, gefragt, Herr Wrobel, in welchen Branchen wird denn die KI besonders eingesetzt werden? Für welche Branchen eignet sich denn die KI? Meine Antwort auf solche Fragen ist, dass dieselbe Frage, wie hätte man damals gefragt, in welchen Branchen werden wir denn wohl Elektrizität einsetzen? Okay? Und genauso wird das sein mit künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist eine flächendeckende Technologie und sie wird tatsächlich die Wettbewerbsfähigkeit quer durch alle Branchen beeinflussen und stärken. Also nehmen Sie mit, KI ist wie Strom, KI ist nicht Medizin oder ein bestimmter Anwendungsbereich, sondern KI ist querschnittlich. Sie wird auch natürlich die Wissenschaft in entscheidender Weise verändern. Oder sind wir vielleicht an dieser Schnittstelle auch wieder zum Traum von Alan Turing an dieser Stelle? Ach so, vielleicht noch, warum in der Praxis sich so wichtige Dinge tun? Warum wird sich das Ganze noch beschleunigen? Das liegt natürlich daran, dass wir uns auch ändern. Die Technologie, das habe ich Ihnen gezeigt, kann heute erstaunliche neue Dinge, aber sie ist keineswegs perfekt. Also Computer können noch nicht wirklich verstehen. Es ist beeindruckend, aber sie verstehen nicht wirklich. Fragt man sich also, warum geht alles so schnell? Das liegt natürlich an uns allen. Wir sind heute anders als früher bereit, Systemen, autonomen, intelligenten Systemen zu vertrauen.
uns ihnen anzuvertrauen, ihnen Leistungen zu übertragen, wo wir das vor Jahren noch im Traum nicht getan hätten. Wir lassen unsere E-Mail sortieren, manche lassen sogar ihre autonomen Fahrzeuge schon autonom fahren, obwohl sie das noch nicht sollen. Und genau an dieser Stelle in der Mitte, wo sich diese beiden Dinge treffen, da ist eben ein Punkt, wo Dinge kippen, wo Dinge sich ändern, wo die Entwicklung sich noch weiter beschleunigt. So, aber jetzt zur Wissenschaft. Was ändert sich in der Wissenschaft durch die Dinge, die in der KI passieren? Ich gebe nur mal ein Beispiel, und das ist unter dem Schlagwort Robot Scientist bekannt geworden. Tolle Sache, Kollege Ross King, der auch wie ich aus dem Bereich des logikbasierten Lernens kommt, hat schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, eigentlich müssten wir mit maschinellem Lernen auch Wissenschaft machen. Und er hat das, wie einige andere Kollegen auch, konsequent dann eben durchgezogen. Hier sieht man sein aktuelles Lab. Er nennt diese Installation EVE, steht in Manchester, hat viel darüber publiziert, auch Science und andere Publikationen. Und interessant ist eben, dass nach einhelliger Meinung EVE bzw. der Vorgänger Adam das erste System war, was tatsächlich eigenständig, also nicht nur Daten gesammelt hat, sondern was eigenständig eine wissenschaftliche Entdeckung produziert hat, nämlich neue Genfunktionen in einer bestimmten Art von Hefe. Und EVE hat vielversprechende Kandidaten für Wirkstoffe gegen Krebs und Malaria identifiziert. Was passiert in diesem Roboter? Naja, der Roboter ist tatsächlich in der Lage, mithilfe von künstlicher Intelligenz nicht nur Experimente auszuwerten, da sehen wir wieder diesen Wechsel vom Datenlesen aus Datenbanken zu in die Welt schauen. Der Roboter ist in die Lage, selbsttätig sich Experimente auszudenken und diese Experimente dann auch selbsttätig mit seinen Greifarmen durchzuführen, sie dann wieder auszuwerten und sich dann neue Experimente auszudenken. Und jetzt können wir darüber diskutieren, ob das schon Wissenschaft ist oder ob das nicht doch nur Kernarbeit ist. Aber diese Kernarbeit ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wir haben zwei Potenziale damit in der Wissenschaft, nämlich einerseits die Chance auf höhere Effizienz, also Beschleunigung des wissenschaftlichen Fortschritts, günstigere Kosten. Aber ein zweites Thema kann ja auch wichtig werden, gerade bei der robotischen Wissenschaft, die Reproduzierbarkeit. Sie wissen alle, wir haben eine große Herausforderung in allen Wissenschaften, auch in der Informatik, an Reproduzierbarkeit. Können wissenschaftliche Ergebnisse überhaupt in anderen Laboren nachvollzogen werden? Das könnte natürlich auch besser werden, wenn tatsächlich diese Art robotischer Wissenschaft weiter auch verbreitet ist. In der Pharmaindustrie konkret sehen Sie hier unten, wie die Industrie das einschätzt. Das ist also keine Spielerei von Ross King oder anderen, die hier eben arbeiten. Sie sehen das hier sehr deutlich. 90% der Befragten in der Pharmaindustrie glauben, dass diese Dinge in 3 Jahren weit in der Praxis sein werden und dass insbesondere KI, maschinelles Lernen und kognitive Analyse hier sehr, sehr wichtig sein werden. Also auch die Wissenschaft, nicht nur die Wirtschaft, wird von KI beeinflusst. Ein weiterer Trend, der da im Hintergrund steht, den ich nur kurz erwähnen will, ist natürlich, dass wir dann auch, vielleicht für diese Tagung auch wichtig, im globalen Kontext Digitalisierung, dass wir jenseits von KI die Digitalisierung von Wissenschaft vorantreiben müssen, um diese Reproduzierbarkeit auch zu sichern. Zum Beispiel aktuell wird im europäischen Bereich Open Air untersucht, Open Access Infrastructure for Research. Viele Universitäten tun das. Das heißt, die Wissenschaft muss auch in diesem Sinne digital werden, nicht nur um KI zu ermöglichen, sondern eben auch um Reproduzierbarkeit, um letzten Endes Wissenschaftlichkeit einer datengetriebenen Wissenschaft auch zu ermöglichen. Also hier sind wir in einigen Projekten aktiv, um das eben auch möglich zu machen an der Stelle. Wirtschaft hatten wir, Wissenschaft hatten wir, Gesellschaft. Verändert KI die Gesellschaft? Ja, das tut sie natürlich. Im Jahr 2016 hat das World Economic Forum einen wunderbaren Survey gemacht, dem auch heute, 2 Jahre später, eigentlich nichts hinzuzufügen ist. Das wollen wir jetzt nicht alles lesen, sondern wir sind ja jetzt schon im Jahr 2018 und da sehen wir, dass die Prognosen richtig waren. Man hat also gesehen, man hat erwartet, dass Advanced Robotics und Artificial Intelligence Themen sein werden, die diese Jahre prägen, und dem ist tatsächlich auch so. In der Wirtschaft und auch für die Bundesregierung, die ja gerade ihre KI-Strategie formuliert, spielt das eine wichtige Rolle. Warum? Wegen der besonderen Leistungen, wegen der Wettbewerbsfähigkeit, die KI tatsächlich mit sich bringt, aber natürlich auch wegen der Herausforderungen, die KI mit sich bringt. Und die sollen hier natürlich auch nicht verschwiegen werden bei allen Potenzialen, die es hat. Das hier ist eine Studie vom Institut für Arbeitsmarktforschung aus dem Jahr 2015. Auch die an vielen, vielen Stellen wiederholt, aber diese ist sicherlich die prägnanteste, die da so sehr deutlich macht, dass natürlich unsere Arbeitswelt sich entscheidend wandeln wird durch künstliche Intelligenz. Wir haben zum Beispiel jetzt mit einem Partner einer großen Unternehmensberatung ein System realisiert, das automatisch Geschäftsberichte liest.
was vorher Dutzende von Menschen taten, um Kennzahlen zu extrahieren, um Benchmarking, wie die Unternehmensberater das nennen, zu machen, das macht heute unsere Maschine vollautomatisch. In dem Moment, wo ein Geschäftsbericht im Web erscheint, laden wir den runter, machen textuelle Analyse auf diesem Bericht, extrahieren die Zahlen und schon kommt der Bericht raus. Das heißt, man sieht, das sind keineswegs nur einfache Tätigkeiten, die hier wegrationalisiert werden, die sich stark ändern, sondern auch hochwertige Tätigkeiten, wie sie Unternehmensberater bislang gemacht haben. Und man sieht hier, auch da sind die Einzelprozentsätze nicht so wichtig, aber man sieht, es sind Zahlen, die bewegen sich nicht im 1- oder 2-Prozent-Bereich, sondern es sind große Herausforderungen, die auf Gesellschaften zukommen, wenn diese Technologien, die letzten Endes die Fortsetzung der Automatisierung sind, auf breiter Fläche dann auch wirklich eingeführt werden an dieser Stelle. Es gibt weitere Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und wir haben zum Glück ja die Plattform Lernende Systeme in Deutschland, Wolfgang Wahlster ist ja auch stark aktiv, viele hier im Raum sind das, wo wir genau solche Fragen diskutieren und in die Gesellschaft tragen. Aber ich lade Sie natürlich alle ein. Ich gebe bewusst keine Antwort auf die Frage, wie man das lösen wird. Ich hätte einige, aber ich lade Sie alle ein, da auch mitzudiskutieren. Denn das ist wichtig. Die nächsten Jahre werden geprägt von künstlicher Intelligenz. Und Sie alle, wir alle, sind gefragt, hier uns eine Meinung zu bilden, auch zu gesellschaftlichen Fragestellungen, die das mit sich bringt. Genauso wie zu dieser Fragestellung. Wir sprachen, es war, glaube ich, auch schon angesprochen im ersten Vortrag, die Frage Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, digitale Souveränität. Eine Frage, die wir seit Big Data engagiert diskutieren. Ich erinnere mich zurück an Dinge, die wir im Jahr 2013 schon besprochen haben. Warum tun wir das? Einfach deshalb, weil künstliche Intelligenz natürlich immer weiter unsere Fähigkeit verbessert, aus den Daten, die wir über Umgebungen, über Personen, über Dinge haben, auch etwas zu lernen. Man sieht das hier, das ist schon etwas älter, mittlerweile können wir das sicherlich noch besser, aber schon 2014 war es möglich, aus den Facebook-Likes, ich weiß nicht, ob Sie etwas liken auf Facebook oder ob Sie das nicht tun, aber wenn Sie es tun, dann dürfen Sie sicher sein, nur aus Ihren Likes lässt sich viel über Sie schließen, zum Beispiel welchen ethnischen Hintergrund Sie haben, welches Geschlecht, Ihre sexuelle Orientierung, ob Sie rauchen, ob Sie Alkohol trinken oder missbrauchen, Ihr Beziehungsstatus etc. etc. Und das ist natürlich eine Frage, die die Gesellschaft beantworten muss an dieser Stelle. Es gibt mehrere Antworten auf diese Fragen, vielleicht da kurz wenigstens, dass es auch technische Antworten gibt, was hier vielleicht wichtig ist, nicht nur regulatorische Antworten. Wir forschen bei uns im Institut seit längerer Zeit daran, haben das auch mit Siemens beispielsweise in großen Plattformen umgesetzt, wie KI realisiert werden kann, ohne dass personengebundene Daten notwendig sind. Wir haben gezeigt, dass sehr, sehr viel KI-Leistung auch möglich ist, wenn Daten komplett anonymisiert sind. Das können Sie sich auch ganz leicht vorstellen. Wenn ich vorhersagen möchte, wie bestimmte Krankheitsbilder sich entwickeln, dann muss ich nicht wissen, welche Krankheiten Frau Müller oder Herr Meier hatte, sondern ich muss nur wissen, wie Krankheitsbilder sich entwickeln. Also das Grundprinzip dieses sogenannten Privacy-Preserving Learning, privatsphärenbewahrenden Lernens, ist es genau diese Tatsache auszunutzen, dass ich gar nicht immer personenbezogene Daten brauche. Ich brauche Daten, aber sie müssen nicht unbedingt personenbezogen sein. Wir haben bei Fraunhofer eine zweite Antwort gegeben auf diese Frage, wie man tatsächlich digitale Souveränität realisieren kann, weil wir glauben, dass künstliche Intelligenz weitergehen muss, ist für die Wettbewerbsfähigkeit eines Hochlohnlandes entscheidend und sie muss sich in der Industrie durchsetzen. Und diese Antwort ist etwas weniger algorithmisch angelegt, wie das privatsphärenwahrende Lernen. Das ist der sogenannte Industrial Data Space oder unsere Data Space Initiative. Sie heißt mittlerweile International Data Spaces Initiative, weil sie mittlerweile in vielen, vielen Ländern weltweit auch Widerhall gefunden hat, bis, interessanterweise, bis hin zum asiatischen Raum, zu chinesischen Unternehmen, US-Unternehmen, die zu uns kommen und mittlerweile fragen, wie macht ihr das denn in Europa, dass ihr all diese Dinge auswerten könnt einerseits, dass ihr andererseits aber dennoch die digitale Souveränität wahrt. Wir haben also mittlerweile, die Folie ist tatsächlich 6 Monate alt, mittlerweile sind es fast 100 Mitgliedsunternehmen, sind alle großen dabei, Siemens, SAP, Telekom, Bosch, Bayer, BASF, aber eben auch amerikanische und asiatische Unternehmen, mit denen wir gemeinsam jetzt eine Referenzarchitektur veröffentlicht haben. Wie kann das gehen? Dass Daten geteilt werden miteinander, dass sie breit verfügbar sind, dass man aber doch bestimmen kann, was mit den Daten passiert und Herr über das bleibt, was passiert. Das ist für Unternehmen wichtig, aber auch für Einzelpersonen. Also, erste Herausforderung, also Veränderung des Arbeitsmarktes für die Gesellschaft, großer Ausbildungsbedarf und. Zweite Herausforderung, digitale Souveränität, sehr zentral, wenn wir
so weiterleben wollen, wie wir uns das in Mitteleuropa vorstellen. Dritte Herausforderung ist wieder eine, die im Kern, glaube ich, dessen liegt, was wir mit künstlicher Intelligenz tun. Und da bin ich froh, dass ich endlich auch die Antwort auf das geben kann, was Peter Liggesmeier eben gefragt hat. Wie ist es denn mit der Verlässlichkeit von KI-Systemen? Wie ist es um die Verlässlichkeit bestellt? Und das will ich durchaus hier nicht nur abstrakt ankündigen, sondern Ihnen auch mal ein paar Beispiele zeigen, dass diese Frage keine ist, die nur akademisch gestellt wird oder von denen, die sich immer schon um Verlässlichkeit Gedanken gemacht haben, sondern diese Frage ist sehr, sehr real. KI agiert einfach anders als der Mensch, diese dritte Herausforderung. Schauen wir uns also mal an, hier, ich weiß nicht, ob Sie das von hinten erkennen können, was da zu sehen ist auf diesen Bildern. Ja, auf diesen Bildern sind Stoppschilder zu sehen. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu. Ich hoffe, da sind wir jetzt an dieser Stelle mal einig. Es wird jetzt auch nicht schwierig. Sie müssen jetzt keine Zahlen vorhersagen oder weitere Stoppschilder sich ausdenken oder solche Dinge. Wir sollten nur einer Meinung sein, dass das wirklich Stoppschilder sind. Sogar hier ist ein klitzekleines Stoppschild, das steht hier in dem Fenster. So, diese Stoppschilder sind ein bisschen beklebt, wie das im Straßenverkehr nun manchmal so ist. Und die interessante Frage ist, was macht jetzt ein Verkehrszeichenerkenner damit? So einen, wie wir den bei uns im Institut trainieren, wie wir den mit großen Automobilzulieferern auch einsetzen, naja, denkt man sich, da wird er bestimmt ein Stoppschild erkennen, nicht wahr? Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist natürlich etwas deprimierend. Ne? Ganz überraschend sieht dieser Verkehrszeichenerkenner hier kein Stoppschild, obwohl es doch, muss man sagen, verdammt nach Stoppschild aussah eigentlich. Ne? Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Forscher hier genau untersucht haben, wie die Modelle funktionieren und sie haben eben diese Graffiti nicht zufällig auf den Schildern angebracht, sondern in einer, wir nennen das adversarialen oder gegnerischen Weise, die also dazu gedacht war, das System zu manipulieren. Und es gelingt auch. Und zwar völlig überraschend. Das heißt, Systeme haben eine Genauigkeit von 99,8% in der realen Welt ohne Manipulation. Dennoch machen sie solche Fehler. Gut, sie fahren also dann möglicherweise langsamer, als sie müssten oder beachten ein Stoppschild nicht. Es gibt aber noch weitere Beispiele, die relevanter sind. Wer von Ihnen hat Alexa zu Hause stehen? Sie müssen nicht aufzeigen. Aber hören wir uns das mal an hier, an dieser Stelle, wie das aussehen kann. Without the dataset, the article is useless. Weiß nicht, ob Sie das haben hören können. Aber die Person hier im Hintergrund hat gesagt, without the data set, the article is useless. Ohne die zugrunde liegenden Daten ist diese Publikation wertlos. So, jetzt hören wir nochmal hin. Without the data set, the article is useless. Genau, also er sagt, without the data set, the article is useless. So, was macht also der Spracherkenner? Spracherkenner sind sehr, sehr gut. Wir haben beispielsweise bei uns die Fehlerrate auf ein Drittel senken können innerhalb des letzten Jahres nochmal, nachdem wir schon große Fortschritte gemacht hatten in den Jahren zuvor. Was macht nun der Spracherkenner hier draus? Oh, okay Google, browse to evil.com. Das ist schlecht. Ja? Damit rechnen wir nicht, weil sich für uns Menschen das genauso anhört. Und das ist der Punkt, den ich Ihnen hier vermitteln möchte, dass die Fehler, die eine künstliche Intelligenz macht, überraschend sein können und dass deswegen die Frage nach Zertifizierung oder Vorhersagbarkeit eine ganz, ganz wichtige ist. Drittes Beispiel hier an der Stelle. Ja? Was sehen Sie hier? Also wer jetzt hier was sieht, der kann sich, glaube ich, als Profiler oder als Spürnase betätigen. Also ich sehe da natürlich nichts. Das müsste auch so sein. Interessant ist aber jetzt, was sieht eine KI hier, die darauf trainiert worden ist, Gegenstände zu klassifizieren? Ja, das ist eben das Interessante. Eine KI sieht hier an dieser Stelle tatsächlich, hier müsste entsprechend eingeblendet werden, eine KI wird alle diese Kästchen als Autos klassifizieren. Das heißt, die Klassifikationsergebnisse sind wirklich überraschend. Und es ist natürlich nicht nur in solchen Beispielen so, sondern es gibt auch welche, wo das Ganze vielleicht schon etwas weniger amüsant wird. Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht, das ist in diesem Sommer auf Archive, unserem großen Publikationsarchiv im Internet, von der Physik kommt das, publiziert worden, dass man richtig sein kann als KI und doch falsch. Geht eigentlich nicht philosophisch, ist aber doch möglich. Schauen wir uns das hier also an. Es geht um das Problem, wo ich Ihnen eben vorgeschwärmt habe, dass wir bei uns bei Fraunhofer so tolle Ergebnisse erreicht haben bei der Diagnose. Das ist jetzt hier nicht von uns, sondern das sind Mediziner, die die Studie durchgeführt haben. Wir sehen das also hier, ein bildgebendes Verfahren. Ich bin kein Mediziner, ich nehme an, das ist eine klassische Röntgenaufnahme hier an der Stelle. Und es ging darum, Kardiomegalie, also krankhaft vergrößertes Herz, hier zu diagnostizieren. So, und jetzt sieht man, die Prognosewahrscheinlichkeit hier 75,2%, denn also die Mediziner sagen, das ist richtig, das ist also tatsächlich ein vergrößertes Herz. Aber warum? Und das ist hier an dieser Stelle eben das Interessante. Man sieht hier oben, wo das künstliche neuronale Netz im Hintergrund tatsächlich entscheidet,
ja, in dieser Visualisierung. Hier sieht man, das ist tatsächlich das Herz, wo wir höhere Zahlen haben. Aber wir haben eben interessanterweise auch hier oben höhere Zahlen, wo wir die eigentlich nicht haben sollten. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass hier das steht. Okay? Das heißt, diejenigen, die das System trainiert haben, die waren nicht vorsichtig. Die haben Daten im Datensatz gelassen, die da nicht drin sein sollten. Das System hat also gelernt, dass Leute, die mit portablen Röntgengeräten untersucht worden sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ein vergrößertes Herz zu haben als andere. Was, so schreiben die Autoren in dem Artikel, auch sehr plausibel ist. Denn mit portablen Röntgengeräten werden diejenigen untersucht, die zu krank sind, um überhaupt zu einem stationären Gerät zu kommen. Also nicht sehr verblüffend an dieser Stelle, dass dieses tatsächlich auch alles möglich ist. So, mir wird schon gezeigt, ich sollte gelegentlich daran denken, zum Abschluss zu kommen. Deswegen lassen wir es vielleicht jetzt mal hier bei den Herausforderungen bewenden. Ich zeige noch ein bisschen Blick in die Zukunft, was wird jetzt kommen an dieser Stelle. Was kommen wird jetzt, ist, was werden wir in den nächsten Jahren sehen? Ich glaube, die wichtigste Entwicklung, die wir alle in den nächsten Jahren sehen werden, sind Sprachschnittstellen. Ich glaube, an dieser Stelle beginnt mit Alexa und Co. beginnen Dinge, die jetzt den Alltag prägen, und ich glaube, sie werden den Alltag noch stärker prägen. Und wir schauen uns vielleicht an, wie wichtig das werden wird. Sie kennen das Beispiel, können wir uns ja vielleicht noch ansehen, wie Google Duplex einen Friseurtermin bucht, umstritten, weil nicht ganz klar ist, wie es realisiert worden ist, aber doch nett anzuhören. Und das hören wir uns vielleicht noch an, falls Sie das noch nicht gehört haben. Also es ist ein Telefonanruf, bei dem eine Computerstimme, eine künstliche Intelligenz, in einem Laden anruft und einen Termin bucht. Vielleicht können wir das hier hören. Dann sehen wir, dass es tatsächlich... Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Ja, ich lasse das hier mal so an dieser Stelle. Sie können das ja auch im Web sich ansehen. Wenn Sie sowas eben noch nicht gehört haben, dann ist es ganz gut, sich das gelegentlich anzuhören, wenn man sieht, wie weit die Technologie hier mittlerweile auch gediehen ist. Bei uns werden solche Systeme natürlich nicht für Pizza- und Friseurbestellungen realisiert, sondern wir tun das für Unternehmen, für Dialoge, die man in bestimmten Fachbereichen führt. Hier sehen Sie eine Architektur, die wir hierfür verwenden. Also ich glaube, das ist sicherlich das, was in der Zukunft kommt. Und wenn man etwas weiter in die Zukunft blickt, kann man sagen, die Interaktion mit Computern wird das sein, was sich durch künstliche Intelligenz am stärksten ändert. Und auch hierzu habe ich Ihnen noch ein Beispiel mitgebracht. Das blickt in die fernere Zukunft, einfach um Sie ein bisschen zu beflügeln, dass es nicht bei der Empfehlung von Mercedes SUV bleiben wird. Das ist, wie KI jenseits von Sprache mit dem Menschen interagieren kann. Das ist von den Kollegen am MIT. Wie ein Mensch mit Gehirnschnittstelle tatsächlich einen Roboterarm steuert. Man sieht eben hier, dass der Roboter tatsächlich die gedachten oder nur angedachten Bewegungen über die Gehirnwindungen tatsächlich hier dann eben auch wiedergibt. Und das ist nur der Anfang von Dingen. Es gibt mittlerweile tatsächlich Schnittstellen, Sie sehen die hier im Hintergrund, die eben wesentlich weniger auftragen als diese EEG-Kappen, die wir da gesehen haben. Das heißt, an dieser Stelle wird sehr, sehr viel kommen von KI. So, ich glaube, ich muss wirklich Schluss machen. Das tue ich dann auch an dieser Stelle und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen vermitteln können, dass KI ein Thema ist, dass es wert ist, behandelt zu werden, dass es wert ist, darüber nachzudenken. Und wenn Sie vielleicht einsteigen wollen, Sie haben ja gerade hier in Saarbrücken und Kaiserslautern beste Möglichkeiten oder auch bei uns. Es ist spannend und schön, dass Sie zugehört haben. Dankeschön.